gut. Aber was sie jetzt gerade gemacht haben, finde ich extrem schlecht. Also wirklich extrem schlecht. Also so Sachen mit RTL und so, das ist ja die eine Sache. Das ist ja echt eine gute Sache. Also wer jetzt nicht weiß, wovon ich spreche, damals als RTL sich mit den Gamern angelegt haben, Verstand wegen verloren? einem Gamescom-Bericht, hat Anonymous die Seite von RTL gehackt, beziehungsweise halt, was heißt gehackt, lahmgelegt. Und sowas finde ich, ja, was heißt, natürlich ist es auch nicht in Ordnung gesetzlich, aber das hat ja wenigstens einen Sinn und einen Grund, warum. Aber die Sache ist halt, die haben jetzt wegen SOPA, wenn jemand nicht weiß, was SOPA ist, dann bitte informieren am besten. Aber obwohl jetzt ist es auch schon fast zu spät, denn es ist stillgelegt worden erstmal. Und Anonymous hat wegen der Mega-Upload-Sache und wegen SOPA lustigerweise einfach mal irgendwie das FBI-Netzwerk ein wenig lahmgelegt. Und das ist was andere Ausmaße einfach nimmt. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Also wie gesagt, ich habe eigentlich Anonymous echt Respekt vor manchen Sachen, die in Bewegung setzen, für Internetfreiheit und sonst was. Aber ich finde, jetzt haben sie doch ein wenig übertrieben. Aber naja, das ist meine Stellungnahme dazu. Es ist, wie gesagt, etwas, ja. Finde ich nicht gut. Egal, auf jeden Fall. Alexandria, wir haben einen Auftrag Level 1, weil wir haben eine Tusse, die ist Level 1. Ist auch interessant, ne? Drei Männer, alle Level 5. Und wir kriegen eine Tusse und die ist Level 1. Ja, also, naja, gut. Auf jeden Fall, schicken wir die natürlich auch mal los. Gut, dann geht's jetzt endlich in Richtung Hauptmission. Wunderbar. Lasst mich mal alle hier vorbei. Mission einer Ra. Ja, super, jetzt ist eine Mission schon fertig. Könnte ich eigentlich direkt schon wieder. Hä, was? Warum sind hier überall Schlösser? Was haben die Schlösser zu bedeuten? Moment mal, steht das hier unter einem anderen. Ach, das steht unter Rom wahrscheinlich, ne? Ah, das. Ja, okay, das erklärt einiges. Wir werden uns zuerst diesem Ding hier. Und das ist. Ah, das hat sogar noch ein Templer-Ding. Okay, wunderbar. Dann holen wir uns erst den Tank. Wir holen uns erst den Tank. Klar. Wir holen uns erst den Templer-Tower. Templer-Turm. Templer-Basis. Templer. Ihr wisst schon, was ich meine. Wo ist er denn? Doch, das ist mitten da drin. Ach du Scheiße. Das wird jetzt spannend, glaube ich. Oh ja, das wird spannend. Okay, das ist klar. Diesmal weiß ich, wo ich hin muss. Also, sobald ich den Typen gefunden habe. Das Problem ist, dass ich dafür halt wirklich erstmal diesen Typen finden muss. Das ist eben die Frage, wo der ist. Jetzt muss ich mich mal gucken, ob ich das diesmal einigermaßen sinnvoll hinbekomme. So, wie viele Schüsse habe ich noch mit welchen Sachen? 5 Schuss mit Pistole. Okay. Das ist der Typ bestimmt. Aber wir sind anscheinend zu weit weg. Hoppala! Auf ihn! Auch noch welche. Da ist er! Auf ihn! Oh. What the fuck? Ein
Was? Was? Stirb! Na komm, ausweichen und drauf. Danke. Oh, das ist böse. Boah, ich war gerade fast tot. What the fuck? Ah, sorry, war gerade ein FPS-Einsturz. So, jetzt war hier irgendwas mit Auftreiben erfolgreich? Wo denn? Hauptsache auftreiben war erfolgreich. Soll ich hier warten? Ich bin mir dessen unsicher. Von wo kommt der denn? Ich gehe einfach mal hier lang jetzt. Scheiße. Das Problem ist, in dieser Adlersicht bekommst du nicht so viel von den Gegnern mit. Was glaubst du, wo der herkommt? Moment. Sieht gefährlich aus. Du entkommst mir? Katara! Ich sehe nicht mehr! Ich sehe ihn! Da! Okay. Lass mich einfach. Ja, schön. Ja, das ist schön, dass irgendwelche merkwürdigen Wachen. Lass mich verarschen. Mein Gott, jetzt lass den Scheiß. Ist egal, weg. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir den weiter verfolgen können. Was macht ihr da? Dich umringen. Was tue ich? Ich fliege gar nicht. Das ist das einzige Problem, wenn ich mit Aladdin irgendwen verfolge, dann hat man echt ein paar Probleme hier. Hallo?
müssen. Na super. Oh. Noch nervig. Stopp. Oh, ist das gerade nervig. Boah, ist das zum Kotzen gerade. Das ist doch nicht wahr. Diese scheiß Gewehrschützen. Ihr müsst jetzt lebensmüde sein, wenn ihr euch in einer Templerhochburg zeigt. Stopp. Ich muss einzig und allein diesen Typen kriegen. Warte, jetzt! Abwehren, abwehren. Brauch den da. Jetzt! Komm schon! Ja! Hauptsache, er ist erstmal tot. Ich verschwinde und hab euch nie gesehen! Tötet mich nicht, bitte! Was hab ich von meinem Anteil, wenn ich tot bin? So, und jetzt zu euch. Ihr Süßen. Jetzt seid ihr aber immer nur noch 2 statt 20. Ja, und da kommt noch einer. Komm, verreck einfach. Zack. So, jetzt gibt mir bitte irgendwas zum Heilen, denn ich befürchte, meine Heilungsvorräte gehen gerade arg. Den doch einen habe ich noch. Ey. Eine Nebelbombe, okay, aber das ist mir gerade relativ egal. Das war einfach nur gerade unwitzig, ja. Glaub, ja, gut, eine Medizin, das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir hier einen Schatz. Auch gut. Boah, Singularity ist gerade mal irgendwie bei 66%. Also schätzungsweise ca. 66%. Okay, hä? Das war nicht der Schatz? Der Schatz ist hier oben, oder was? Ah, okay. Also es gibt 3 verschiedene Arten von Kisten, hat sich, ich glaube, Orlo war es, der hat sich verbessert. 3 verschiedene Kisten gibt. Ja. Was jetzt genau der Unterschied zwischen Kiste 2 und 3 ist, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber egal. Es gibt irgendwie eine Kiste halt mit Schätzen, die haben wir gerade, 1500 Dinger haben wir drin bekommen. Und es gibt wohl 2 Kisten mit Bombenteilen, aber was jetzt der Unterschied in den beiden Kistenarten sind, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, egal. Desynchronisieren. Ach ja, dann müssen wir noch abfackeln hier. Ja.